Ja, schönen guten Nachmittag. Oswald Wiener, Sie können es unschwer erkennen, wird heute nicht hier bei uns sein können, seuchenbedingt. Gerhard Rühm und ich, ich werde versuchen, Gerhard Rühm zu ein paar Punkten über Künstlerfreundschaften, Ulrike Taus hat es erwähnt, und Literatur und Revolution zu befragen. Man könnte natürlich sagen, über Freundschaften zu reden ist immer am einfachsten, wenn die anderen nicht hier sind. Andererseits ist es natürlich auch hier nicht um vielleicht Freundschaften im Sinn von Freundschaftsfreundschaften zu tun, sondern eben um Künstlerfreundschaften, also Freundschaften unter Künstlern, wo vielleicht der Freundschaftsaspekt im Sinn der Freundschaft gar keine so große Rolle spielt, sondern die Künstlerfreundschaft im Vordergrund steht. Aber das ist vielleicht auch schon die erste und einleitende Frage, die ich Gerhard Rühm stellen möchte, was denn Künstlerfreundschaft eigentlich bedeuten könnte. Und natürlich im Sinne der Wiener Gruppe geht Künstlerfreundschaft ja auch über eine Zusammenarbeit von zwei Künstlern, zwei Freunden hinaus in Richtung einer Gruppe, also eine Gruppenkünstlerfreundschaft oder eine Künstlergruppenfreundschaft, die ihre historischen Wurzeln hat. Die Pegnitzschen Schäfer, die Pegnitzschäfer als eine Gruppe, deren Ziel die Förderung der Verehrung Gottes und der deutschen Treue, das würde man vielleicht heute weniger mit der Wiener Gruppe in Verbindung bringen. Eher das Gegenteil. Aber die Pflege und Verbesserung der deutschen Sprache und Dichtkunst, ja. Das ist möglicherweise auch etwas, was man aus dem Barock bis in die späteren Gruppen, die Wiener Gruppe, hinziehen könnte. Also einerseits, und vielleicht noch als ein kleiner Beginn vorgeschoben, die Existenz der Wiener Gruppe, so sehr wir sie heute hier als gegeben voraussetzen, ist ja nicht immer auf diese Weise gegeben gewesen und bestätigt gewesen. Also es gibt diese pointierte Aussage von H.C. Artmann in einem Interview, die dann auch pointiert herausgestellt wurde, die Wiener Gruppe gab es nicht, sie ist eine Erfindung von Gerhard Rühm. Ja, ich und weiß. Es gibt aber umgekehrt auch die Aussage von Fritz Achleitner, der meint, es sei sozusagen knapp nach den literarischen Kabarets, als es den Plan gab, zu einem akustischen Kabarett eingeladen zu werden in die Schweiz, in dem 9. Bezirk, in der Badgasse, seid ihr versammelt gewesen und hättet gesagt, wir brauchen eine Trademark, wir brauchen ein Signum, mit dem wir nach draußen gehen. Die Wiener Gruppe, so wie eben verschiedene andere Wiener Formationen. Also vielleicht kannst du ein wenig über diese Künstlerfreundschaft, diese Gruppendefinition, aber auch über ästhetische Aspekte dazu reden, weil ja, es wäre ja nicht nur ein Freundeskreis, sondern es ist ja auch ein Theoriekreis, eine heuristische Größe, wo Dichtung verhandelt, besprochen, diskutiert und gemeinsam gemacht wird. Was ist das Unterscheidende des Gemeinsamen im Vergleich zum Einzelnen, dem Einzelkünstler? Ja, also jedenfalls war die Wiener Gruppe keine Interessengemeinschaft, obwohl wir natürlich schon auch Interessen hatten gemeinsam, aber es war eben eine persönliche Sympathie und Einverständnis. Also das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen, wie wenig Leute es damals gegeben hat, die sich überhaupt für solche Dinge, wie wir machen, aber auch für neue Musik und neue bildende Kunst, sich wirklich interessiert haben. Und das war damals eben der Art Club als Treffpunkt. Und der Art Club hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg gebildet. Das ist der Fritz Wotruber, ist ja als Emigrant dann auch im Art Club gewesen. Und das waren also ein paar interessante Leute, der Paris von Gütersloh zum Beispiel. Und der Art Club hatte den Vorteil, dass es eben nicht nur für bildende Kunst war, offiziell war es eine Künstlervereinigung, aber es war so offen, dass auch Dichter und Komponisten eingeladen wurden. Es stand ja, glaube ich, sogar ein Klavier, ein Flügel, wenn ich mich recht erinnere. Ich war damals in den frühen 50er Jahren eigentlich als Komponist eher bekannt, denn als Literat. Und ich habe also niemanden gefunden, der mit dem, was ich machte, irgendwas anfangen konnte. Und erst so etwa 1949, glaube ich, war das, habe ich den HC, den Artmann eben, im Artclub kennengelernt.
Und wir haben uns unterhalten und in kürzester Zeit haben wir uns so gut verstanden, dass die Freundschaft beschlossen war. Das ist eine meiner ältesten Freundschaften gewesen. Und das war etwa 49 und irgendwann so 1952, glaube ich, war das, hat dann der Artmann erzählt, er hat jemanden kennengelernt, der ihn angesprochen hätte wegen Literatur und der könnte also interessant werden und den sollte ich kennenlernen auch. Und das war der Konrad Beyer. Der Konrad Beyer war gemeinsam mit dem Ossi Wiener in einer Schule, wo sie, glaube ich, in derselben Klasse sogar waren. Und dadurch ist nach nicht allzu langer Zeit der Ossi Wiener auch aufgetaucht. Und der Ossi hatte damals hauptsächlich Interesse für Jazz und hat ja, glaube ich, Trompete auch gespielt. Hat dann auch ganz schnell versucht, Saxophon zu lernen. Und der Konrad Beyer war damals also sehr, sehr auf gute Kleidung aus und das hat mir zuerst gar nicht so gut gefallen, ehrlich gesagt. Nicht, dass ich zerfetzt herumgelaufen wäre, aber jedenfalls, er hatte was Dandyhaftes, das war so der Dandy, und zwar bewusst auch. Das Dandy war damals sehr en vogue bei manchen Leuten. Der HC hatte ja auch Momente, wo er dandyhaft sich gegeben hat und so weiter. Naja, und der Konrad Beyer, wir haben dann miteinander uns unterhalten, er war großer Fan der Surrealisten und ich habe ihm gesagt, ja, ich hätte einen Katalog von Max Ernst zu Hause. Und da war er ganz neugierig und den würde er gerne sehen. Und da habe ich ihn dann eingeladen zu kommen und da könnte er sich den Katalog anschauen. Das kann man sich nicht vorstellen, dass das damals was wirklich absolut Besonderes war. Es war nicht so, dass man in eine Buchhandlung reinging und sich also ein Buch über Expressionismus oder Dadaismus oder solche Sachen hätte anschaffen können. Das war eine absolute Wüste damals. Das, durch die Nazi-Zeit sind ja alle Dinge, die interessant waren, vernichtet worden. Und sogar die Nationalbibliothek, der Artmann und ich, wir haben uns ja beide sehr für den Expressionismus interessiert und begeistert, sind in die Nationalbibliothek gegangen und haben geschaut, was es gibt an Expressionismus. Und das war noch damals alles gesäubert. Die hatten das irgendwo im Keller. Also wir haben nur zwei Titel gehabt. Ich kann mich bis heute erinnern, was es war, aber es ist wahrscheinlich zu speziell. Von Fritz von Unruh, das Stück Platz, das damals eben als typisches Beispiel des Expressionismus. Die wirklich tollen Sachen, die uns dann interessiert haben, die haben wir ja erst kleinweiß kennengelernt. Und da damals zum Beispiel wusste niemand, wer eigentlich zu den Surrealisten gehört hat. Und also zu Texten ist man überhaupt erst gar nicht gekommen. Aber es gab damals die Zeitschrift Plan. Du hast es sicher schon in der Hand gehabt. Ne? Ja, das wird heute im Antiquariat schon höher gehandelt. Und da war mal ein Aufsatz in der ich habe leider Probleme heute ein bisschen mit Namen, Werner Riemerschmidt hat sich sehr für Surrealismus interessiert und hat den ersten Aufsatz, den ich über Surrealismus gelesen habe, im Plan publiziert. Und da bin ich auf die Namen Perret, Breton und Eliard und Tristan Sarah, die hatte also da mit ganz wenigen Beispielen. Das war für uns immer eine Sensation, sowas kennenzulernen. Ne? Wie kann man sich denn diese Gruppenzusammenkunft, diese Gruppenarbeit vorstellen? Waren das
Diskussionsrunden über eigene Texte plus ein Gespräch über so Funde, die ihr gemacht habt. Habt euch die gezeigt, vorgeführt? Ja, ja. Weil das wäre vielleicht dann doch etwas, was über das Freundschaftliche hinausreicht und so eine Art von Gruppendefinition auch im Sinne der Avantgarde-Theorie beinhaltet, dass es eben nicht eine Einzelarbeit von Einzelkünstlern, die für sich stehen, sondern dass es eine Art von Gruppenformation gibt, die aus welchen Gründen immer, sei es der gemeinsame Druck, der von außen empfunden wird, durch die politische, soziale Situation, durch die Verschüttetheit der Quellen, die vielleicht aber dann auch bewirkt, dass die Unterschiede der jeweiligen einzelnen Dichter, Mitglieder der Gruppe auch hier in diesem Sinn aufbrechen. Also einerseits, wie ist die Arbeitssituation verlaufen, wäre meine Frage, und andererseits, glaubst du, dass es auch sehr große Unterschiede gab zwischen den einzelnen Mitgliedern der Wiener Gruppe? Naja, es waren schon eigentlich zwei, also wenn man ganz den Anfang nimmt, zwei Grundtendenzen. Das eine war eher der Einfluss des Surrealismus und das ging auch auf H.C. Artmann zurück und der Konrad Beyer hat sich speziell dafür sehr interessiert und die frühen Sachen von Konrad Beyer, da merkt man, dass er den H.C. Artmann sehr geschätzt hat, weil er auch das Maritime, er hat sich begeistert, was weiß ich, für Schifffahrt und alles, was damit zusammenhängt. Also die romantische Seite der Schifffahrt. Und das waren also Grundthemen, die dann aufgetaucht sind. Und ich bin eher von einer konstruktiven Seite hergekommen. Also für mich war entscheidend die Wortkunsttheorie des Sturm. Und in dem Sinn hat das also weniger mit Dada zu tun, als eben mit dieser Wortkunsttheorie, die der Lothar Schreyer formuliert hat im Sturm und dessen Hauptvertreter sozusagen und Vater der ganzen Sache August Stramm war. Und den hat also damals keiner gekannt, er ist im Ersten Weltkrieg schon gefallen. Und also ich halte ihn nach wie vor für einen der größten, bedeutendsten Dichter der ersten Jahrhunderthälfte. Und der Konrad Beyer kannte auch August Stramm und der H.C., der Artmann war so richtig begeistert auch davon. Und da haben wir uns dann natürlich hochgeschaukelt in Begeisterung über diese Sachen, obwohl man nur also Beispiele kannte, nie also einen Blick aufs Gesamtwerk machen konnte. Das ist ja heute, gibt es August Stramm als Reklamheft zu kaufen. Und ebenso Kurt Schwitters, also das war ganz mühsam, das alles kennenzulernen. Du schreibst in deinem Vorwort zum Band Die Wiener Gruppe von den Mythisierungen des Nationalsozialismus, die sich für euch erledigt hatten und worauf euch ein falsch verstandener Surrealismus, nämlich eine Art Symbolismus, hinauszulaufen schien. Ja. Das ist natürlich eine Frage, die sozusagen weit reicht, einerseits in die Verhältnis zur Zeit vor 1945 und andererseits auch zu Zeitgenossen. Das ist vielleicht ein Punkt, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber du hattest da einen bestimmten Namen im Blick mit einem falsch verstandenen Surrealismus, der eigentlich eine Art von Aufrufen symbolistischer Klischees ist. Ja. Ein Autor, ein Dichter, dessen Namen man heute ja sehr hoch schätzt. Paul Celan. Paul Celan. Ja. Ja, es ist also sehr gefährlich, da kritisch sich drüber zu äußern. Ich finde ja, Milch der Frühe, wir trinken dich morgens, wir trinken dich abends, dieses berühmte Gedicht von ihm, das ist ja sehr schön, die Todesfuge ist ja sehr, sehr schönes Gedicht, aber es ist sehr stark übrigens von Elia beeinflusst, nämlich von der ununterbrochenen Dichtung von Elia, also es wäre fast wie ein kleiner Ausschnitt daraus. Aber von den Surrealisten war ich von Anfang an am meisten begeistert von Benjamin Perret. Der ist nur in Kleinverlagen inzwischen erschienen. Es gibt auf Deutsch, also in Frankreich gibt es eine dreibändige schöne Ausgabe, aber in Deutsch gibt es nur so kleine Bändchen. Und
weil der der absolut konsequenteste ist, finde ich. Und etwas, was auf mich auch großen Einfluss hatte, war Gertrude Stein, die ich also bis heute sehr schätze und immer wieder mit großem Vergnügen lese. Es gab das Information Center von den Amerikanern und da sind wir mal hingegangen und haben, da konnte man sich Jazzplatten ausborgen und da haben wir dann den Jazz auf diese Weise kennengelernt, bisher näher. Und die hatten auch eine Platte von John Cage und von Morton Feldman und die wollte ich noch einmal ausborgen, ein zweites Mal, und da hat mir der gesagt, das hätten die Amerikaner wieder zurückgezogen, weil das ein schlechtes Licht auf die amerikanische Kultur wirft. Ja, so war das dann. Und die sind sogar noch weitergegangen. Die hatten ja von der Gertrude Stein Last Operas and Plays. Und ich habe das Gott sei Dank rechtzeitig geklaut, das Buch, weil sie hatten sowieso noch zwei andere, glaube ich, oder ein anderes. Und das ist ja ganz was Wunderbares. Und das musste auch, dass eine Bekannte, Peggy hieß sie, die hat dort gearbeitet in der Bibliothek. Und da haben die Amis damals auf seinem großen Wagen alle Bücher, die nicht mehr, das war ja die McCarthy-Ära, und die im Verdacht stehen, Kommunisten zu sein. Und da lag auch die Gertrude Stein drauf, groteskerweise. Und sie wollte das nehmen, weil sie es nicht hatte. Und die musste das zurücklegen, damit das vernichtet wird. Also in welcher Weise, weil das ist ja ein Forschungsfeld, das jetzt in den letzten 10 Jahren vielleicht langsam zu evolvieren beginnt, sich mit sogenannten Cold War Studies oder kalte Kriegsstudien in verschiedensten Gegenstandsbereichen, sei es die Architektur, sei es die Musik, sei es die Literatur, da umzusehen, also zu schauen, welche Art der politischen Einflussnahme wurde auch mit Hilfe von Kulturförderung oder mit Hilfe von Auswahl von Kulturgütern, die zur Verfügung gestellt wurden, betrieben. Also es sei jetzt der Congress for Cultural Freedom, der hier eine große Rolle gespielt hat, unter anderem in Friedrich Thorbergs Forum späterhin. Und aber habt ihr diese Rolle in einer Weise damals für euch als relevant empfunden? Oder habt ihr, war der Kalte Krieg, das Terminus war nicht geprägt, aber war diese Spannung zwischen einer US-amerikanischen, britischen Einflussnahme und einer sogenannten Zone aus der Sowjetzone, war da hat das irgendwie für euch eine Relevanz gehabt in euren Überlegungen, in euren Selbstreflexionen? Naja, also wir waren natürlich dagegen eingestellt, das ist eh klar. Und uns hat alles, also mich auch vor allen Dingen, alles interessiert, was in der Nazizeit verboten war. Und das betrifft dann auch die Politik natürlich. Und man hat ja keine Möglichkeit gehabt, zum Beispiel auch nur einen kurzen Aufsatz oder ein paar Seiten von Bakunin zum Beispiel zu lesen, und man wusste auch kaum was über Sowjetpolitik. Und das musste man ganz langsam eben alles kennenlernen. Und da waren eben Dinge auch, die dann später nicht so mehr reflektiert wurden, aber in der Anfangszeit sehr stark, wie Max Stirner, der Einzige und sein Eigentum, was ja eigentlich eine Art Ego-Anarchismus ist, wenn man das so will. Solipsismus. Ja, Solipsismus. Und das war natürlich etwas, was genügend Gesprächsstoff hat. Also hast du gesehen, ich hab das eine Anthologie gefunden, da ist was von dem oder dem drinnen. Ja, und dann haben wir uns natürlich sofort getroffen und das gemeinsam angeschaut und darüber diskutiert. Ja, und das war eben eine sehr starke Interessengemeinschaft. Also wir hatten eigentlich keine Streitpunkte, muss ich sagen. Vielleicht noch ein formales Moment dran oder ein gruppendynamisches Arbeitsmoment oder
Zusammenarbeit, ja, Moment, die Gemeinschaftsarbeiten. Kann man das durchaus nennen. Ja. Die Gemeinschaftsarbeiten. Also ja, das hat sich ja erst. Spielen die oder glaubst du, dass ihr die auch wieder in die Literatur gebracht habt, in die Avantgarde-Literatur? Oder? Ja, ich habe zum Beispiel 1954 ein Zahlengedicht geschrieben. Mhm. Und geglaubt, dass ich habe etwas entdeckt, was bisher noch nie jemand gemacht hat. Und dann erst Jahre später habe ich gesehen, dass es von Kurt Schwitters tatsächlich zwei oder drei Zahlengedichte gibt. Also wo die Ziffern aufgeschrieben werden und die Spannungsverhältnisse zwischen den Ziffern. Also viele Dinge lagen in der Luft und man hat das eben so erfunden für sich, ohne zu wissen, dass es das schon gibt. Ne? Und was eben auch sehr, sehr typisch war, dass uns eben nicht nur Literatur interessiert hat, sondern ein viel weiteres Feld, auch Musik natürlich, also für mich war Musik immer sehr entscheidend und ich hab mich ja sehr für Arnold Schönberg und Anton Webern begeistert und mein Vater war Wiener Philharmoniker und wir haben so heftige Streite gehabt, weil die so erzreaktionär waren. Die haben mir das alles abgelehnt. Und also ein Punkt, der ja auch jetzt vielleicht anklingt, ist einerseits das Nichtwissen um die historischen Avantgarden, aber dazu, wenn man dem Glauben schenkt, was ihr darüber berichtet, habt ihr auch zeitgleiche Bestrebungen, sei es jetzt die Situationisten, zeitversetzt. Ja, das haben wir mit großer Verspätung überhaupt, die Situationisten. Ja, also das war mit großer Verspätung. Erst rezipiert. Ja. Ne? Und das ist, also, da gibt es dann auch natürlich Theorieansätze, die das zu erklären versuchen. Ja. Und die behaupten, dass einerseits der Provinzialismus der einzelnen Ausprägungen der Avantgarden, also je einzeln pro Zentrum oder auch Peripherie, in der diese Avantgarde-Formation stattgefunden hat, natürlich ein großes Hindernis und ein Nachteil war, andererseits aber auch ein geradezu ein Signum, dass es sozusagen so etwas wie eine provinziale oder ein globalistischer Provinzialismus oder eine provinziale Globalität dadurch gegeben hätte und sich diese Einzelausprägungen auch nur so rein entwickeln konnten. Hängt vielleicht ein wenig auch mit dem zusammen, was Oswald Wiener mal behauptet hat, wenn ihr früher schon gewusst hättet von all diesen Vorgängerströmungen der historischen Avantgarden oder auch allen anderen zeitgleichen Avantgarden, hättet ihr vielleicht nicht das machen können, was ihr gemacht habt, die Kabarets, sondern ihr hättet Fluxus gemacht. Oder ihr seid sozusagen, ihr wärt auf einen... Ja. Das kann schon sein. Also ich hatte in Berlin natürlich dann sehr gute Freundschaften mit Fluxus-Leuten und so weiter. Aber das ist ja alles viel später gekommen. Also genauso die Musik konkret zum Beispiel, der Hans Kahn, mit dem ich in der Musikhochschule gleichzeitig studiert habe, der war sehr guter Pianist. Und da haben wir beschlossen, ein Stück zu machen, das nur aus Geräuschen besteht. Und damals gab es aber kein Tonbandgerät als Band, sondern ein Draht. Da ist also ein Draht gelaufen. Und da haben wir dann zu Hause mit primitivsten Möglichkeiten und Mitteln so ein Stück gemacht. Das haben wir Symphonie Nummer A, weil wir wollten noch weiteres machen, genannt. Und das wurde uraufgeführt bei der Eröffnung der Hundsgruppe. Das war eine Abzweigung vom Art Club, der den Hundsgruppenleuten war. Das war der Arnulf Reiner und die Maria Lasnik vor allen Dingen. Denen war der Art Club schon zu konservativ gewissermaßen. Und die haben dann eine Ausstellung gemacht in einem Gebäude gleich vis-à-vis vom Volkstheater, im zweiten Stock war das, und da haben wir diese Geräuschsymphonie, haben wir es genannt, uraufgeführt. Und leider Gottes hat er, als dann das Tonband aufkam, hat der Hans Kahn einen Bekannten getroffen, der wollte das vom Draht auf Band übertragen. Und das sind dann Monate vergangen und der hat dann auch nie Zeit gehabt. Und
ja, der Endeffekt war der, dass diese Aufnahme verloren gegangen ist. Das ist natürlich eine bedauerliche Sache. Und fast gleichzeitig ist in Frankreich, in Paris, Musik konkret von Pierre Schaeffer und Béhari entwickelt worden. Und da wussten wir aber gar nichts davon. Das kannten wir nicht. Vielleicht auch zeitgleich in Wien, also am 10. April 1964 ist die Kinderoper im Chattanooga uraufgeführt worden, die ja viel früher entstanden ist, 1958. Ja. Ein paar Tage später, am 14. April, hat Otto Mühl dort im selben Ort eine Materialaktion durchgeführt. Die Aktionisten habt ihr erst dann im Laufe der Mitte der 60er Jahre kennengelernt und euch dann ja zu Zock, oder zumindest du und Wiener, ihr wart ja Teil dieser Zock-Formation. Ja, ja, ja. Also wie würdest du diesen Weg aus der, von der Wiener Gruppe zum Wiener Aktionismus, zum Berliner Kreis und zur Schastrommel und zu den... Also sehr früh habe ich den Hermann Nitsch kennengelernt und fand das also ganz spannend, was er da gemacht hat. Und eine wirklich enge Freundschaft, kann man sagen, hat sich dann zu Günter Brus entwickelt, aber erst im Grunde in Berlin, also nach Berlin geflüchtet ist, weil er war ja, er hat eine Gefängnisstrafe gehabt und wegen des Uni-Ferkel-Skandals. Naja, und da haben wir schon Kontakt gehabt, aber die Zeit, wo eigentlich das Wichtigste im bei Mühl und also den Otto Mühl habe ich auch sehr früh schon gekannt, bevor er noch Aktionen gemacht hat. Und das hat sich dann erst später so entwickelt, dass man auch gemeinsame Sachen gemacht hat. Das war eigentlich schon erst die Berliner Zeit. Ich bin ja schon 1954, 64, bin ich nach Berlin übersiedelt, weil ja überhaupt keine Möglichkeiten für mich hier waren. Denn das, was ich gemacht habe und auch Freunde gemacht haben, wurde ja nicht nur für lächerlich angesehen oder bespöttelt und abgelehnt, sondern es war fast militant. Also bei der Veranstaltung der Liliengasse beispielsweise, wo wir uns als Gruppe zuerst manifestiert hatten, da ist ja auch noch der HC dabei. Der HC ist, und ist dann eigentlich von der Gruppe, hat sich gelöst, schon sehr früh. Der Konrad Bayer hat so ein Gewicht darauf gelegt, dass wir ihn noch dazu zählen, sozusagen, kann ich mich erinnern. Und der HC hat sich dann verselbstständigt, aber ist ja dann nach Schweden gegangen und so weiter. Aber er hat sich mit voller Begeisterung damals ja beteiligt in der Liliengasse. Und auch später noch, ich hatte mit ihm Veranstaltungen im Schillermuseum in Deutschland und da hat er sich öffentlich, also ganz stolz bekannt als Mitglied der Wiener Gruppe. Das war nach der Zeit, wo er bei irgendeinem Gespräch gesagt hat, das sei meine Erfindung. Warum dann manche andere nicht dabei oder nicht Teil der Wiener Gruppe? Also warum Elfriede Gerstl, Andreas Okupenko, Ernst Jandl, Friederike Mayröcker, René Altmann, viele Autoren. Ja, mit der Altmann Zeit, waren wir viel, der HC vor allen Dingen, der HC hat eher so eine vermittelnde Funktion gehabt. Und ich war damals auch mit Ernst Jandl und Mayröcker, die Mayröcker haben wir immer eigentlich sehr geschätzt. Und bei Jandl und der Wiener Gruppe gab es Probleme persönlicher Natur. Erst einmal ist der Jandl relativ später dann auch dazugekommen, so in dieser Art zu schreiben. Er hat ja vorher so Großstadtgedichte geschrieben. Mit anderen Augen hieß der erste Gedichtband von ihm. Und wir haben aber trotzdem dann später gemeinsame Veranstaltungen gemacht. Aber das war hauptsächlich Artmann, Jandl und ich. Und der Jandl konnte nicht so richtig sich mit dem Achleitner befreunden. Und umgekehrt war es auch so. Auch der Ossi war sehr kritisch gegenüber
dem, was der Jandl war. Und ich hatte gewisse, beim frühen Jandl, gewisse Vorbehalte, dass mir das zu sehr ins Kabarettistische ging, teilweise, was er gemacht hat. Ich finde, dass der Jandl eigentlich immer besser wurde, je später die Sachen sind. Und ich schätze ihn nach wie vor sehr. Aber in der Wiener Gruppe, es gab, das war eine spezifische Art der Freundschaft auch, die sehr stark ins Private ging, sozusagen. Man ist oft ganze Nächte zusammengeblieben. Die Kinderoper zum Beispiel, da haben wir eine Wohnung bezogen, die frei wurde gerade. Und bei der Argentinierstraße war derjenige, der die Wohnung besaß, nach einen Job in New York bekommen hat. Und da haben wir den Kühlschrank uns vollgestellt, auch mit Alkoholikern natürlich, und so, dass wir 3 Tage und mindestens 2 Nächte durchstehen, ohne rauszugehen. Und das haben wir auch wirklich gebracht. Der Achleitner war dabei, und der ist teilweise dann schon eingeschlafen beim zweiten Tag. Und darum kommt dieser Satz: Friedrich schläft friedlich. Es musste jeder einen Satz sagen oder mehrere Sätze sagen, und die wurden nicht zensiert, sondern aufgeschrieben und festgehalten. Und das Ganze haben wir dann zusammengebaut. Würdest du sagen, dass das schon erste Schritte auch in Richtung des späteren aktionistischen Programms waren? Also, oder vielleicht nicht des aktionistischen Programms per se, aber der Zusammenarbeit, die ihr, Oswald Wiener und du, bei Zockfest und Zock-Exercises, ja, wo du ja als Gustav Werwolf aufgetreten bist, ja, ja, und Oswald Wiener als Garth mit extra Fleischkraft, ja, und Ford Mustang, ja, 70 war da, ja, ja, Peter Weibel, nicht? Und also Spermint, ja, ja, und einige. Also, oder anders gefragt, mir scheint, so wenn man jetzt dein sonstiges Werk kennt und auch die Art der Präzision deiner Auftritte, ist das nicht etwas verwunderlich, dass du da in einen Raptus dich so hinbegibst? Ich habe das sehr befreiend empfunden. Und es war ja so, dass als wir das geschrieben haben, die Kinderoper, steht ja drinnen, dass so lang, wir haben es eigentlich mehr Text, als man unbedingt braucht, gehabt. Und man sollte die während der ganzen Zeit trinken, also Alkohol natürlich. Und das geht zu Ende, wenn jeder so betrunken ist, dass er nicht mehr weiterreden kann. Also das war eigentlich der offene Schluss dieses Stücks. Es ist sehr nahe daran gekommen, als wir das damals aufgeführt haben. Gut, also ich bin doch überrascht, dass sozusagen der Freundschaftsaspekt jetzt so in den Vordergrund rückt, weil man mitunter ja einen anderen Eindruck oder nicht den Eindruck eines nicht freundschaftlichen Zusammenseins, aber dass doch auch andere Momente wie diese eben die Gruppenarbeit, die Gemeinschaftsarbeit, ja, das theoretische Diskutieren, ja, ja, darüber und diese Stoßrichtung sozusagen einer künstlerischen Formation, ja, dominiert. Also das ist jetzt vielleicht ein Blick, der jetzt mir etwas Neues in diesem Moment. Ja. Und ja. Ja, bei mir ist eigentlich auch immer eine Spannung gewesen zwischen Spontaneität. Ich habe mich ja immer auch für psychische Grenzbereiche interessiert und habe diese Zeitschrift Parapsychologie abonniert gehabt in der Berliner Zeit. Und das hat mich alles interessiert, obwohl ich also nicht an einen Jenseits glaube oder sowas. Aber ich glaube, dass es Grenzbereiche gibt der Psyche, die große Möglichkeiten bieten. Und dadurch bin ich auch zu psychischen Automatismen gekommen und habe mich damit ziemlich beschäftigt. Ich habe sogar in meiner Lehrtätigkeit in Hamburg, ich war jetzt mehr als 20 Jahre, habe ich unterrichtet an der Hamburger Kunsthochschule. Da habe ich das Fach automatisches Zeichnen als feste Sache eingeführt. Und das war ja die Technik,
die von Spiritisten verwendet wird, um sozusagen Geister zu rufen. Ne? Und man produziert dann Sachen, die nichts mit dem Bewusstsein zusammenhängen, also das Bewusstsein möglichst ausschalten. Und ich habe dann eine ganze Reihe, also sehr viele Zeichnungen auch gemacht, die rein auf dieser Basis bestehen. Und die Écriture-Automatique zum Beispiel der Surrealisten, das war etwas, was mich auch sehr interessiert hat immer. Obwohl es nicht von allen praktiziert wurde, aber eben von Perret und von einigen Leuten. Auch das schon wieder ein Punkt, der sich hin zu Gertrude Stein, der Kreis schließt, weil Gertrude Stein Assistentin war und im Psychologieinstitut bei William James gearbeitet hat und dort mit so automatischen Schreibversuchen, also mit einem Brettchen, das sich bewegt und sozusagen jetzt die Hand möglichst entkoppelt von der bewussten Planchette. Und sie meint auch, sie habe sich trainieren können, mit der Aufmerksamkeit beim Schreiben jeweils 3 oder 4 Worte hinter dem, was geschrieben ist, hinterher zu hinken und sozusagen das zu entkoppeln. Das ist natürlich vielleicht auch ein eher frommer Wunsch. Und Skinner, B.F. Skinner, der hat dann später einen Aufsatz geschrieben, als er das entdeckt hat, diesen Aufsatz von der Gertrude Stein, so ist jetzt alles aufschlüsselbar und wir haben Gertrude Stein entlarvt sozusagen. Das ist lächerlich. Sie hat das ja später immer geleugnet, dass sie dass das automatische Texte sind, aber es ist natürlich wildes Assoziieren, freies Assoziieren, von die Methode von Sigmund Freud. Und übrigens, dieser Aufsatz, den habe ich jahrelang gesucht und ich habe dann erfahren von jemandem, dass der in der großen Bibliothek in New York sollte er vorhanden sein. Und dann habe ich mit ich habe den jetzt zu Hause fotokopiert, Gott sei Dank, aber das hat Jahre gedauert, bis ich da dazugekommen bin. Das hat mir dann jemand zugeschickt. Naja, das ist jedenfalls alles wichtig gewesen damals. Ne? Ja, also ich würde vorschlagen, dass wir jetzt in einem zweiten Punkt noch auf Literatur und Revolution eingehen und dass wir dann sozusagen, außer es gibt jetzt ganz drängende Fragen, die mit den Künstlerfreundschaften zusammenhängen, dass wir dann noch eine Fragerunde auch aus dem Publikum zulassen. Ne? Und vielleicht Literatur und Revolution, also wir haben das Thema ja Literatur und Politik für diese Ausgabe der Biennale hier ja auch gehabt. Immer wenn es von Literatur die Rede ist und wenn von deiner politischen Haltung in der Literatur die gesprochen wird, sieht man in der Literatur, oder sieht man auch in deinen Äußerungen, die lapidare Sache, du bist Trotzkist, du seist Trotzkist gewesen. Jetzt habe ich mir gedacht, wir könnten etwas überspitzt, hier jetzt ein wenig mit Hick Trotzki, Hick Salter sozusagen spielen und uns Literatur und Revolution nicht, dass wir das Buch jetzt sozusagen hier zur Verlesung bringen und hier einen neuen Trotzkismus aus diesem Band. Ich meine, das Buch ist 1968, soweit ich sehe, dann auf Deutsch erschienen. 1924 erstmals gesammelte Aufsätze von Trotzki, wo man auch seine Entwicklung innerhalb dieses Paradigmas sieht. Aber ich darf einfach nur aus dem Vorwort einen Satz lesen. Es ist lächerlich, unsinnig und äußerst dumm, so zu tun, als könne die Kunst achtlos an den Erschütterungen unserer heutigen Epoche vorübergehen. Diese Geschehnisse werden von Menschen vorbereitet und von ihnen vollzogen und auf sie fallen sie wieder zurück, sie selbst dabei verändernd. Die Kunst spiegelt direkt und indirekt das Leben der Menschen wider, welche die Ereignisse herbeiführen oder sie erleben. Das klingt doch sehr stark so nach einer direkten Widerspiegelungstheorie. Also zuerst die Revolution, zuerst die politische Agitation und dann reagiert die Kunst darauf. Ist denn das ein Punkt, also, der dich... mich hat die Figur Trotzkis ist ja sehr faszinierend, vor allem durch die wahnsinnige Gegenposition zu Stalin, zum Stalinismus. Also Stalin hat ihn ja auf grausame Weise dann aus dem Weg geräumt, wie übrigens fast alle Lenin-Freunde. Und damit habe ich mich sehr beschäftigt, habe also auch schöne Erstausgaben von Sinofiev und Radek und eben Leute, die damals eine wichtige Rolle gespielt haben, Bucharin, eine wichtige Rolle gespielt haben und
Der Trotzki hat mich sehr fasziniert, auch eben als Schriftsteller. Ich finde, mein Leben von Trotzki ist eines der großartigsten Selbstbiografien, die es überhaupt gibt. Also das zu lesen ist auch unheimlich spannend. Also seine Flucht nach Sibirien zum Beispiel, wie er das aus Sibirien. Kleinigkeiten, die anscheinend normalerweise in der Erinnerung keine Rolle spielen, dann hervorhebt und wie wichtige Ereignisse dann schreibt. Also ich finde ihn, wie gesagt, auch einen ganz großartigen Schriftsteller. Und dann, seine Figur ist natürlich faszinierend und er hat ja sich mit Literatur und Kunst auch sehr auseinandergesetzt. Und 1923 hat er ein Buch publiziert, Literatur und Revolution, das ich dann Gott sei Dank sehr bald aufgetrieben habe. Übrigens, was ganz lustig ist, er hat ja die vierte Internationale dann begründet, die sozusagen die antistalinistische ist. Und da hat er dann, da ist eine Zeitschrift erschienen nach dem Zweiten Weltkrieg auf Deutsch. Die vierte Internationale hieß das und die ist in Wien lustigerweise hergestellt worden. Die habe ich damals eben auch gelesen. Und also ich stehe dem heute natürlich ganz anders gegenüber, obwohl ich nach wie vor die Figur interessant finde. Naja, aber was ich sagen wollte, 1923 hat eigentlich die stalinistische Hetze auf Trotzki begonnen durch dieses Buch, weil man hat ihm also teilweise Sympathien zum Formalismus vorgeworfen, weil er sich auch sehr mit den russischen Futuristen, ich bin ja bekanntlich also ein riesiger Anhänger und Begeisterter von Chlebnikow und Krutschonich. Also Chlebnikow halte ich für einen der, neben James Joyce und den Spitzenleuten der Literatur der ersten Jahrhunderthälfte, für einen der großartigsten Dichter überhaupt. Und es ist in Howold hat ja zwei Bände seiner Werke, und da habe ich, auch Übersetzungen gemacht. Und das ist interessant, da in diesem Literatur und Revolution, weil einerseits sozusagen Formalismus, der russische Formalismus, also diese Theorieschule von Shklovsky, Jakobson und anderen, das wird als Feind des Marxismus bezeichnet, auch von Trotzki selbst. Ja, aber der russische Futurismus... Aber nie so weit gehen. Nicht so, es ist also nicht so sein Interesse wieder, war sehr groß an die Leute, hat sich auch speziell dann bestimmte Namen, Boris Pilniak, rausgenommen. Und das ist nicht nur negativ, also man darf es natürlich nicht vergessen. Er ist im 19. Jahrhundert geboren, der Trotzki, und es ist klar, dass er da nicht so einen emotionalen Zugang hatte wie unser eins, ne, damals. Und trotzdem wollte ich habe mir das... Das ist ja in dem Band drin. Übrigens war ich nicht unbeteiligt, dass dieser Band entstanden ist, weil ich da gerade so eine Lektorensituation hatte im Gerhard Verlag, der das gemacht hat. Da ist auch dadurch Walter Serner gedruckt worden, das habe ich alles damals angeregt. Und da ist ein Manifest, also ein Manifest könnte man sagen, das in dem Band Literatur und Revolution von Trotzki nicht aus historischen Gründen, weil das war 1923 und das war erst in den, also nach dem Zweiten Weltkrieg, hat der Trotzki im Exil mit André Breton ein Manifest geschrieben über die Freiheit der Kunst und da wollte ich nur etwas, eine wichtige Passage zum Besten geben. Wenn die Revolution 1938 ist dieses Manifest, also was sehe ich gerade doch vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg. Wenn die Revolution auch gehalten ist,
zur Entwicklung produktiver materieller Kräfte ein sozialistisches Regime nach zentralem Plan aufzurichten, so muss sie doch von Anfang an für das intellektuelle Schaffen ein anarchistisches Regime individueller Freiheit etablieren und sichern. Die Kollektive der Künstler kann nur auf der Basis freier schöpferischer Freundschaft ohne den geringsten Zwang von außen fruchtbare Arbeit in Angriff nehmen und zur Entfaltung bringen. Also das finde ich so was sehr, sehr Entscheidendes und Wichtiges. Und das betrifft ja natürlich auch die ganze Wissenschaft. Ne? Was passiert, wenn man sich nicht mit Einstein beschäftigt oder mit radikalen wissenschaftlichen Forschungen, die ja in der Stalinzeit teilweise verboten waren. Die durften ja sich damit überhaupt gar nicht auseinandersetzen. Und natürlich in der Nazizeit war Einstein als Jude verbönt und damit gleich die ganze Relativitätstheorie. Und das war ja also ein Barbarismus sondergleichen, die Nazizeit. Wenn man bedenkt, was die innerhalb von 12 Jahren nur, also wenn ich denke, vor 12 Jahren, heute, das kommt mir vor, als wenn das gestern gewesen wäre. Ne? Und in 12 Jahren vernichtet haben an kulturellen Werten, das ist gigantisch. Auch durch die Emigrationswelle, dass also so viele wichtige Künstler Deutschland und Österreich verlassen haben. Und das ist niederschmetternd. Trotzdem gibt es Volltrotteln, die sich anscheinend wieder, die das interessant finden, was da in der Nazizeit passiert ist. Vielleicht noch an einem Punkt ansetzend, wo du jetzt warst, nämlich was wir auch in unseren Gesprächen, aber ich auch in meinem Vortrag versucht habe, welche Möglichkeiten es gibt, durch formale Mittel auf die Verheerungen des Nationalsozialismus zu reagieren, welche Möglichkeiten bestehen, einer formalen Veränderung der Sprachmittel, der Dichtung rückzuwirken oder Einflüsse zu nehmen auf politische Verhältnisse. Weil das wäre ja dann auch so eine der Pointen, die in diesem Dietrichsen-Aufsatz sich zeigt, dass sozusagen hier durch eine Sprachmanipulation sich möglicherweise ein größerer Effekt einstellt als durch eine forciert und pointiert linke Theorie und eine linke Kunstausübung, die bestimmte Voraussetzungen, sei es die Voraussetzungen dessen, was unter einem Einzelbewusstsein zu verstehen ist, was das Verhältnis des Einzelbewusstseins zum Kollektiv ist, nicht hinterfragen, sondern als gegeben voraussetzen. Meinst du, dass hier die konkrete Poesie als ein Beispiel oder überhaupt die formal engagierte, avancierte, interessierte Kunst und Literatur einen Beitrag leisten kann? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, von einem gewissen Standpunkt aus ist auch die konkrete Poesie, wie ich sie auch betreibe, das ist ja nicht mein ganzes literarisches Werk, ist ja nicht konkrete Poesie, es gibt auch Randbereiche, wo ich ganz andere Sachen gemacht habe, aber ist eine, in meinen Augen, eine radikale Demokratie, demokratisches Prinzip. Und zwar dadurch, dass die Hierarchie der Grammatik zum Beispiel aufgehoben ist, dass man also nicht Hauptsatz und Nebensatz oder so, sondern dass das Wort rausgeschält ist aus dem Satzverband, kriegen alle Wörter eine besondere Bedeutung. Und ich habe ja dann auch, bin so weit gegangen, dass ich Tafeln gemacht habe, die Einworttafeln heißen, wo ich, weil in einem Wort faktisch die ganze Sprache drin ist. Denn um dieses Wort zu definieren, braucht man natürlich mehrere Wörter und dafür braucht man wieder neue Wörter. Und da ist im Grunde genommen in einem Wort, es hängt natürlich auch von der Art der Wörter ab. Also es ist ja eigentlich eine Dichtung in Universalien, könnte man sagen. Und das Persönliche tritt zurück
Also ich finde es furchtbar, wie jetzt die ganzen Familienromane, die den Buchmarkt überschwemmen. Ich habe immer mich bemüht, Texte zu schreiben, die für jeden von Bedeutung sind und die jeder sozusagen auch auf sich beziehen kann. Und nicht, ich habe auch große Schwierigkeiten aus dem Grund, seine Art Selbstbiografie zu schreiben, obwohl ich schon von mehreren Seiten gestoßen werde, weil ich doch, glaube ich, ganz eine Menge interessante Leute auch kennengelernt habe in meinem Leben. Naja, und das, ich sehe das als was Ähnliches wie in der atonalen Musik. Es keine Unterscheidung mehr zwischen Konsonanz und Dissonanz gibt, weil die Dissonanz natürlich als terminologisches Prinzip nur in der Tonalität existiert. Und wenn man die Tonalität aufhebt, hebt sich auch das Problem der Dissonanz auf. Und das finde ich eben zum Beispiel bei der Zwölftonmusik so wichtig, dass alle 12 Töne die gleiche Bedeutung haben und einmal vorkommen müssen und das nicht abhängig ist davon, ob das jetzt Dissonanzen oder Konsonanzen sind. Und das sehe ich als Radikalisierung der Musik an, wie eben die konkrete Poesie als anarchistisches Prinzip. Das ist ja ganz lustig, dass gerade bei Trotzki das Wort Anarchismus, weil der Anarchismus wurde ja von der Sowjetunion immer stark abgelehnt. Und das würde ist natürlich, man könnte da schon auch noch viel weiter gehen oder weiter zu fragen versuchen, wie denn nun diese Relation eines Zusammenhangs einer sprachlichen Anarchie oder eines Auflösens der Hierarchien in sprachlicher Hinsicht mit einem lebensweltlichen, politischen, sozialhistorischen Verhältnissen zusammenhängt. Das ist ja auch in der Theorie getan worden. Also wenn man Pierre Bourdieu denkt, der hier dieses literarische Feld als ein relativ autonomes beschreibt, wo sich die Formmittel nach eigenen Gesetzen entwickeln und die fortschreiten und Evolution entsteht innerhalb der Formen, aber das Verhältnis zu den sozialpolitischen und sonstigen Gegebenheiten auch eines ist, dass das dazu führt, es muss dazu führen, dass es sozialpolitische Notwendigkeiten gegeben hat, die ermöglicht haben, so ein freies Feld zu generieren und so ein freies Spiel. Ja. Also das Verhältnis ist kompliziert. Wenn man es so wie Bourdieu von der Seite der Sozialgeschichte betrachtet, ist natürlich die Sozialgeschichte immer die letzte Instanz und kann nicht hintergangen werden. Wenn man es von Seiten der Poesie betrachtet, ist wahrscheinlich die Poesie immer die letzte Instanz und kann nicht hintergangen werden von Seiten der sozialhistorischen Einflüsse. Und vielleicht braucht es irgendwann einmal auch einen Weg, der diese beiden Extrempositionen miteinander vermählt oder aufeinander zugeht oder aufeinander zugehen lässt. Ja, könnte man sich ja auch noch vorstellen. Auf jeden Fall glaube ich, dass das mit deinem Werk und mit eurem Werk hier unglaubliche Schritte begangen sind und ein unglaubliches Beispiel gesetzt ist, was denn nun wir alle von Literatur profitieren können und wie Literatur auch auf gesellschaftliche Gegebenheiten einwirken könnte, so es denn zugelassen wird und zugelassen ist, wie man es gerne hätte. Und dafür ist, glaube ich, dir, Gerhard, und auch allen der Wiener Gruppe nach 452 Jahren mehr als zu danken. Und ich würde sagen, wir machen an diesem Punkt einmal einen Schluss und öffnen in das Publikum, ob es von Ihrer Seite noch Fragen gibt zu Freundschaften, zur Revolution.